Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Ja, wir sind hier wieder unterwegs und wollen die Abenteuer schaffen. Wir haben jetzt in Karasan, ich glaube das heißt so, dieses Abenteuer, haben wir schon das erste geschafft gegen dieses Gabelmonster, was da war. Ja, was die ganze Zeit Teller hingestellt hat. Das haben wir relativ einfach eigentlich im zweiten Spielzug geschafft, obwohl es zwar knapp war, aber geschafft. Jetzt müssen wir gegen den Spiegel antreten. Für all die, die das Spiel nicht kennen, hört sich das total strange an. Schaut sich einfach an, es ist ein Kartenspiel. Wir sind ja auch immer wie immer live auf Twitch. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Ich setze jetzt nochmal ein neues Mikro wieder auf. Ja, ich glaube, es sollte sich jetzt auch viel besser anhören. Ich habe jetzt drum gespielt mit den Settings und ich glaube, das sollte sich jetzt auch viel netter anhören im Game. Wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der neuen Folge und hoffe, dass ich jetzt auch wieder erfolgreich bin. Gut, stellen wir noch. So, jetzt sollte ich von vorne hörbar sein, über das Mod-Mic. Okay, ich muss das Spiel noch starten. Da wären wir. Oh, ich muss noch schnell den Output auch noch umstellen auf Kopfhörer, habe ich auch gemacht, passt. Ja, ich spiele immer, sobald ich jetzt irgendwie zur Zeit komme. In letzter Zeit habe ich noch ein bisschen andere Sachen machen müssen. Pläne zeichnen und solche Dinge. Man hat ja auch noch irgendwie einen Beruf und sowas, muss auch mit irgendwas leben. Ah, nehmt Platz, wenn ihr welchen finden könnt. Okay, etwas leiser, das war ein bisschen laut. So, ich glaube, es nimmt mich jetzt dann doch besser auf, als wie der Sound laut ist. Wir sind immer noch hier an diesen drei Quests. Wir schauen, dass wir auch diese ganzen Quests dann noch schaffen. Jetzt schauen wir mal kurz. Wir haben nämlich hier noch Packungen, die wir öffnen müssen. Die machen wir jetzt doch alle auf. Wir haben uns die ja gekauft. Das ist das Starter-Set, was man um 4,99 glaube ich war es, oder 4,99 war es, kaufen kann. Wow. Für den Hexenmeister vernichtet alle Diener. Fügt zwei feindlichen Dienern zwei Schaden zu. Für den Schamanen. Ah, von denen haben wir schon einen. Jetzt haben wir noch einen. Selten. Eine seltene Karte. Alle Diener verlieren Verstohlenheit. Zerstört alle feindlichen Geheimnisse. Zieht eine Karte. Das ist eine super Karte. Aber auch wieder nur gegen Jäger. Der Agentum-Beschützer verleiht einem befreundeten Diener Gottesschild. Der ist aber gut. Der war gut. Dann könnte man in einem Kriegerdeck gut spielen, glaube ich. So, bringt einen Diener zum Schweigen. Kostet gar nichts. Super. Ist aber nur für Priester. Hexenmeister, eure Diener kosten zwei weniger, aber nicht weniger als eins. Der ist auch stark. Selten. Verursacht fünf Schaden. Also man kann mit drei Dingen fünf Schaden machen, hat aber eine Zweierüberladung, was dann bringt, dass man im nächsten Zug zwei weniger Steine hat zum Spielen. Kostet eins weniger für jeden anderen Diener auf dem Schlachtfeld. Ich denke, ach, das haben wir schon mal gesehen, das haben andere auch schon gebracht. Wenn man jetzt viele Diener hat, 5, 6 Diener, dann kann man jetzt zum Beispiel eine 10er-Karte, das ist ja nicht wirklich eine 10er-Karte, das ist ja so eine 8er-Karte von der Fähigkeit her, könnte man den bringen, ne? Eine Eiskältefalle. Wir haben jetzt ziemlich viele coole neue Karten. Da können wir an unseren Decks dann voll herumschrauben nachher. Vernichtet einen Diener eurer Gegner. Zieht zwei Karten. Auch der ist gut. Alle Klassen. Verleiht benachbarten Dienern Zauberschaden. Plus 1. Haha, den brauche ich. Der ist super. Verleiht benachbarten Dienern plus einen Zauberschaden. Das heißt, wenn ich jetzt hier eure Zauberer verursachen zusätzlichen Schaden. Ach so. Verleiht benachbarten Dienern. Na, was verleiht er? Zauberschaden plus 1, ja. Okay, das verleiht er Ihnen. Wenn ich jetzt 5 solche Dinge auf dem Boden habe und ich spiele diese Karte aus, dann habe ich plötzlich voll viel Zauberschaden. Jo, cool. Bringt einen Diener zum Schweigen. Den habe ich vorhin auch schon gehabt. Verleiht einen befreundeten Diener bis zum Ende des Zuges plus
plus 4 plus 4. Boah, das ist auch voll stark. Selten! Zerstäuben. Wenn euer Diener. Wenn ein Diener euren Helden angreift, wird er vernichtet. Ein Geheimnis ist ja auch cool. Für den Magier. Langsam habe ich so viele coole Karten, dass ich mir jetzt schon überlegen muss, welche ich überhaupt einsetze. Ruft einen Banditen der Defias herbei. Auch der ist gut für die Schurken. Tritt den Kraft, wenn in diesem Zug bereits eine Karte ausgespielt wurde. Also ich könnte jetzt eine Karte ausspielen, dann nochmal den hier, dann habe ich ziemlich viele Windzorn hier. Ein Einser mit Windzorn, 3 Angriff, ist ja auch gut. Karte ausspielt. So einen habe ich schon. Mit plus 1, wenn ich eine Karte spiele. Kampfschrei stellt 3 Leben wieder her. Ich muss sagen, das ist voll cool, was es da alles gibt. Gottesschild. Scharlachrote Fanatikerin. Mit Gottesschild zahlt sich das ja dann wieder aus, aber die hat nur ein Leben, ist ein bisschen wenig. Fügt einem Diener einen Schaden zu, der Diener hält plus 2 Angriff. Das ist auch eher gefährlich eigentlich. Nicht so gut, innere Wut. Außerdem ist es nur ein Schaden, das ist ja sehr wenig. Kampfschrei stellt 3 Leben wieder her. Der ist gut. Selten! Besser als wie das, was ich habe in meinem Mage-Deck. Wählt aus, erhalte 2 Mana-Kristalle oder zieht 3 Karten. Das habe ich schon öfter Leute spielen sehen. Der Irrwisch, den habe ich schon, aber der ist irgendwie seltsam, weil der kann gar nichts. Außer dass er 0 kostet. Eisenschnabeleule bringt einen Diener zum Schweigen. Irreführung, wenn ein Charakter euren Helden angreift, greift er stattdessen einen zufälligen anderen Charakter an. Geheimnisse. Stellt 3 Leben. Naja, den habe ich vorher auch schon gezogen. Benachbarte Diener haben plus 1 Angriff. Das ist ein gutes Wildtier, aber da gibt es schon noch eins, das auch dieselbe Fähigkeit hat, glaube ich. Von dem habe ich jetzt schon 3. Ich muss gar nicht, dass wir mehr als 2 Karten haben. Ich glaube, vom selben Typ. Das Ding habe ich auch schon in Dschungelpanther. Selten! Agentum Knappen. Das Ding hat 1. Das spielen manche gerne. Das hat 1 und Gottes Schild, das heißt, es lebt zumindest mal für einen Angriff. Die Verdammniswache. Ansturmkampfschrei, werft 2 zufällige Karten ab. Das ist eine gefährliche Karte, finde ich. Der ist nicht so gut, meiner Meinung nach. Friert einen Charakter ein, wenn er bereits eingefroren ist. Werden ihm stattdessen 4 Schaden zugefügt. Das ist gut für Magier, die Sachen vereisen. Kann ich mit einem Angriff 4 Schaden machen. Lichtbrut, der Angriff dieses Dieners entspricht immer seinem Leben. Also er hat zu Beginn 5-5, wenn er dann verletzt wird, hat er weniger und dann noch weniger. Wenn ich ihn jetzt Leben verpasse, dann hat er noch mehr Schaden, ist auch gut. Wenn ein feindlicher Diener angreift, lasst ihn auf die Hand seines Besitzers zurückkehren. Er kostet 2 mehr. Ja, das ist die Kältefalle. Spielen viele Jäger, habe ich gesehen. Zorn des Wildtiers. Verleiht einem befreundeten Wildtier in diesem Zug plus 2 Angriff und Immunität. Charaktere, die immun sind, können nicht verletzt werden. Oh, das heißt, wenn ich jetzt Wildtiere habe, das ist gut. Spott. Ja, das ist ein starker Spott, der aber keinen Angriff hat. Selten. Klinge des Verderbens. Verursacht einen Schaden direkt zu Beginn und Combo verursacht stattdessen 2 Schaden. Für Schurke. Also ich finde, ich habe voll viele gute Karten bekommen. Das hätte ich vorher schon machen sollen. Leg deine Kopie eines zufälligen Dieners aus dem Deck eures Gegners auf das Schlachtfeld. Leg deine Kopie eines zufälligen Dieners aus in dem Deck eures Gegners auf das Schlachtfeld. Das ist gut. Wenn man vermutet, dass er ein gutes Deck hat. Den hatten wir vorhin. Habe ich von dem schon 4. Irgendwann werde ich mal beginnen zu craften. Craften nennt man das, wenn man jetzt hier Karten zu Staub macht. Und aus diesem Staub, glaube ich, neue Karten, wenn ich das richtig verstanden habe. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Sprengfalle. Wenn euer Held angegriffen wird, erleiden alle Feinde 2 Schaden. Ja, das spielen manche auch ganz oft. Zauberlehrling. Euer Zauber kostet 1 weniger.
Mit dem habe ich schon was. Der Zauberlehrling ist eigentlich auch eine gute Karte. Dann könnte man öfter Zauber ausspielen. Dazu müsste man aber auch mehr Zauber haben. Ist aber so eine Gratwanderung, finde ich. Wutanfall, Windzwan und ein Angriff. Das ist stark erst. Wenn er verletzt ist, verfügt dieser Diener über eine zusätzliche Fähigkeit. Das heißt, wenn man den jetzt verletzt, hat er 4 Angriffe und kann gleich 2-mal angreifen. Hat 8 Angriffe diese Karte und die ist eine Dreierkarte. Wählt aus, fügt einem Diener 3 Schaden zu oder fügt einem Diener 1 Schaden zu und zieht eine Karte. Die Teufelswache. Kampfschrei, zerstört einen eurer Mana-Kristalle. Oh. Das ist ein starker Spot, wobei man dann nachher einen von diesen Kristallen verliert. Ist aber trotzdem gut. Schon wieder den hier. Spot, Wutanfall plus 3 Angriff. Auch der ist gut. Der ist ziemlich gut sogar. Ein starker Spot, den man unbedingt angreifen muss und sobald man ihn angreift, hat er dann mehr Schaden. Achso. Naja, er hat nur 5 Schaden. 5 ist nicht so viel. Nun gut. Jetzt wechseln wir kurz in meine Sammlung, bevor wir hier wieder weiterspielen. Wie ihr seht, es gibt so viele neue Karten jetzt, aufgrund von dem, von diesen Sets, die ich jetzt aufgemacht habe. Ich möchte nämlich gegen diesen Spiegel spielen. Und zwar am besten, nein, nicht der hier. Zurück. Mit meinem Krieger möchte ich dagegen spielen. Ich habe schon länger nicht Kriege gespielt. So, was habe ich hier? Jetzt muss ich mal gucken. Also. Nochmal kurz. Was habe ich hier für Fähigkeiten? Den haben wir schon gesehen. Ich habe eine feurige Axt. Verleiht einem Helden plus 4 Angriff in diesem Zug. Das ist gut. Vernichtet einen verletzten feindlichen Diener. Das ist auch gut. Zieht eine Karte für jeden verletzten befreundeten Charakter. Allen Dienern einen Schaden zu. Das ist gut, weil ich habe hier viele Einserkarten. Naja, wobei. Fügt 2 zufälligen feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Erhaltet 5 Rüstung, zieht eine Karte. Die habe ich drin, den Schildblock. Eure Diener mit Ansturm haben einen Angriff. Ja, da ist dieser Hauer gar nicht so dumm gewesen, aber den Fußsoldat tue ich mal weg. Wobei ist die besser mit dem Gottesschild als wie der Typ mit Spott? Weiß ich nicht. Fügt dem feindlichen Helden 2 Schaden zu. Was habe ich hier? Sturmangriff. Verleiht einem befreundeten Diener Ansturm. Er kann in diesem Zug keine Helden angreifen. Ich kann keine Helden angreifen. Warum habe ich das dann drin? Da reicht 1. Wir schauen mal, was wir noch so bekommen haben. Ein neues Wildtier. Benachbarte Diener haben plus 1 Angriff. Ich habe den Flammen-Jongleur. Wenn ein Spieler einen Zauber wirkt, bekomme ich den auch auf die Hand. Was habe ich hier noch? Bringt einen Diener zum Schweigen, das wollen wir nicht. Rastloser Abenteurer. Erhält jedes Mal +1/+1, wenn ihr eine Karte ausspielt. Wir nehmen einen mit ins Deck, weil der ist gar nicht so schlecht. Das Ding hier mit 1 Gottesschild ist meiner Meinung nach nicht gut genug. Das wollen wir nicht. Was haben wir noch? Dreier hier. Stellt 3 Leben wieder her. Jemand, der mich heilt.
nehmen wir diese Brut hier raus. Das plus eins etwas schwach. Spott und Wutanfall. Wir nehmen das Ding hier mit Windzorn. Aber die mit Ansturm haben mehr Angriff. Auch das ist nicht gut genug eigentlich. Das haben wir raus. Den Querulanten haben wir drin. Der hier hat dann mehr Angriff. Den nehmen wir auch mit rein. Was hat der hier? Nur Spott. Ein starker Verteidiger, den brauche ich eher nicht in diesem Spiel. Verleiht benachbarten Dienern plus einen Zauberschaden, das wollen wir auch nicht. Das ist mehr so für Zauberer. Haben wir hier einen wütender Berserker. Elite-Soldat. Ritter von Stormwind. Ansturm. Spott. Ja, aber der ist nicht so gut. Doch, der ist nicht schlecht, denke ich. Kriegshimmel, Fürst. Wir haben etwas wenig hinrichten. Was haben wir noch? Schauen wir nochmal kurz, was gab es noch? Hier ein Zehner. Kostet eins weniger wie jeden anderen Diener, der auf dem Schlachtfeld ist. Ja, aber muss ich ja 5 Diener haben, dass sich das auszahlt. Oder 4 Diener zumindest. Gleichzeitig. Erreiche ich das jemals? Vielleicht. Probieren wir das. Nehmen wir den mal mit auf. Ich habe noch eine Karte, die ich spielen kann. Was haben wir noch? Arkanschnitter. Das verleiht mir insgesamt genau 10 Angriff. Das ist gar nicht so schlecht. Habe ich den drin? Deck. Das habe ich drin. Oder Diener mit Ansturm haben mehr Angriff. Ne, das wollen wir jetzt nicht. Obwohl wir schon Diener mit Ansturm haben. Was haben wir für Waffen drin? Wir haben jetzt nur die feurige Kriegsaxt drin. Was hat die? 2, kostet 2 und hat verleiht mir 6 Angriff. Die hier kostet 5 und verleiht mir 10 Angriff. Ne, da reicht die andere, glaube ich. Aber nein, wir tun eine raus von denen. Eine 2er, wo ist die? Feurige Kriegsaxt. Tun wir eine raus. Und tun wir uns eine noch von denen dazu. Und noch jemanden. Am besten. Wir brauchen mehr Karten. Wir werden hier also ohne Karten dastehen. Zieht jedes Mal eine Karte, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Da habe ich einen erst, Akolyten. Ja, wir nehmen noch einen zweiten Akolyten mit auf. Ich habe das Gefühl, ich muss hier schneller spielen mit diesem Deck. Gut, jetzt gehen wir ins Solo-Abenteuer. Wir sind hier in Karazhan. Auf Normal. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist mit den anderen Herausforderungen. Und sind hier gegen dem hat den Spiegel verzaubert, Boss. Damit er den Gästen Komplimente macht. Aber ohne den Meister, ihr werdet ihr. So, schauen wir mal, ob wir den besiegen. Wir haben jetzt hier relativ lange in dieser Folge erstmal Karten ausgesucht. Knipse Selfies, okay. Ding. Ich sage euch, das Spiel macht Spaß. Ich hab's kaum erwartet, wieder zu spielen, ganz ehrlich. Ich habe bis jetzt keine Zeit gehabt. Garrosh gegen den Zauber. Jetzt schauen wir mal, was er macht. Wir haben nämlich hier Verstärker eigentlich. Sieg oder Tod. Ihr seid zuerst dran, dann tut das mal weg, bitte.
nicht so gut. Oh, seid schon im Schildblock. Ich kann halt mit vielen Karten spielen gegen den hier, gegen den Zauberspiegel, und ich glaube, das ist mit dem ganz gut dann. Zeit für ein bisschen. So etwas habt ihr in eurem Deck? Da lacht mein Deck aus. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Wow, jetzt kosten seine Zauber zwei weniger. Fügt deinem Diener zwei Schaden zu. Okay, danke, jetzt hat er 5 Schaden. Aber er zerstört ihn mir. Legen wir uns mal eine Waffe an. Das ist ja in your face. 5 Schaden gleich mal. Spieglein, Spieglein an der Wand. Das waren billige 5 Schaden, finde ich. Ich glaube, ich gewinne. Ich meine, ich bin jetzt nicht sicher, aber ich glaube fast, dass ich gewinne, weil ich habe ja relativ viele Einheiten und dieser Spiegel begünstigt das. Eure Mutter war ein Murloc. Mögen meine Vorfahren über mich wachen. Mögen meine Vorfahren über mich wachen. Lochta, Ogre! Das war's. Zerstören wir den Fall. Ich hätte auch den zerstören können, aber okay. Dann hätte der andere mir den zweiten auch noch zerstört. Ein Meister der Magie! Vernichte deine verletzten feindlichen Diener. Wir ziehen uns noch eine Karte. Da ist mehr Zauberschaden. Tod dem Feind. Mann, lieber mache ich ihm einen Schaden und er verletzt mich. Farius wird bald ankommen. Ich wage nicht daran zu denken, wie er reagieren wird. Farius, ihr meint wohl eher Speckfarius. Speckfarius, ah. Ich bin ein Meister der Magie. Wow, jetzt hat er aber ganz schön viel Zauberschaden. Ich bin ein Meister 4 der Magie. Plus 4. Aber jetzt gibt er mir 10 Schaden, so. Nee. So, jetzt wird es Zeit, dass ich hier Leute ausschalte vom Brett. Das dürfte jetzt zwei abräumen hier. Hoffentlich, wenn ich Glück habe. Na toll, auf dem falschen. Aha, der Kampfschrei von dem wirkt nicht doppelt. Für den König! Für den König! Gut, ich muss jetzt auf seine. Ich muss ein bisschen das Brett räumen, weil sonst macht er so viel Schaden jetzt, wenn er kommt. Das ist das Einzige, was ich hier nicht so habe, ist Massenvernichtungswaffen. Ich könnte mit dem Arkanschnitt jetzt drauf kloppen. Aber sonst nichts. Na, wir machen das anders. So. Und schützen uns ein bisschen. Wir überlegen ganz kurz. Ja, wir müssen dem seine Einheiten ein bisschen hier schwächen, weil sonst machen die uns fertig in der nächsten Runde. Für Ehre. So. Soll jetzt ruhig angreifen. Fügt deinem Diener 6 Schaden zu oder fügt deinem Diener 4 Schaden? Wow. Da hat so viele Zauberverstärker die ganze Zeit. Ich hoffe, das war die richtige Wahl mit 4 und 3, 5 und 3. Ich muss aber zerstören hier.
Lass diesen Akoliten Herzen rausholen. Sprechen. Lass Habe ich gleich zwei Akoliten. Sprechen. So, ich muss jetzt so viele Leute töten wie nur möglich. Einmal den hier. Einmal den hier. Okay. Muss mal schauen, dass ich das Brett unter Kontrolle halte. Auch der ist gestorben. Auch ich bin gestorben. Wahnsinn, er hat lauter Zauberverstärker. Wenn der jetzt einen Zauber austeilt, wird das schmerzhaft. Okay, das Ding muss ich als erstes fertig machen, das ist gefährlich. Ich kann es auch zerstören mit meiner Waffe. Jetzt muss ich langsam überlegen. Also ich könnte jetzt den Spotttypen ausholen. Und als erstes zerstören war dieses Vibes-Bild hier. Dann brauche ich... Ich brauche einen Spotttypen. Was ihr wolle! Was ihr wolle! Dann hau ich mir das drauf. Dann hau ich mir den noch daher. Der Frostwolf Clan ist bereit. Ach, der bekommt dieses Boni nicht. Diese Bonis wirken nicht doppelt. Das ist ein bisschen blöd eigentlich. Er hat aber keine Karten. Das ist, was mich freut, muss ich sagen, weil er hat eigentlich nichts, womit er mich angreifen kann. Und jetzt muss ich beginnen einfach. Für den Kriegshäuptling! Für den Kriegshäuptling! Mehr Angriff. Jetzt ist die Frage, ob ich ihn überhaupt verletzen möchte oder. Greift an! Greift an! Hol wieder ein paar Akolyten raus, damit ich mir mehr Karten ziehen kann. Lass die Schmerzen sprechen. Also ich habe 21, wie viel Schaden hat der? Er macht mir jetzt 5, 6, 8, 9, 11, 14. Das heißt, wir lassen das durchgehen. Diese Runde gehen wir nur voll in seinen Face rein. Wenn ich diese Runde überlebe, besiege ich ihn nächste Runde, wenn er jetzt nicht das Brett klärt. Schauen wir mal. Er kann auch nichts hinlegen, weil seine ganzen Einheiten noch leben. Ja, ich habe ihn besiegt. Bitte sehr. Hey, ihr habt geschummelt! Ich habe eine Revanche! Ich habe gewonnen. Ausgezeichnet. Zum Theater geht es diese Treppe. War ja gar nicht so schwer. Soll ich jetzt beim zweiten Mal gespielt? Gewonnen. Erhält jedes Mal plus 1 Leben, wenn ihr einen Zauber wirkt. Arcanomalie. Ruft eine Spinne mit 1-3 herbei. Also das ist quasi doppelt, diese Ausspinne. Wenn ich die hole, habe ich 2 Spinnen, die wenig Schaden machen und ein bisschen mehr Leben haben. Ja. Eigentlich hätten wir jetzt schon die erste halbe Stunde voll. Ich mache hier eine kleine Pause. Und dann spielen wir als nächstes. Dann spielen wir noch eine Runde, auch wenn es etwas länger wird. Die hat wieder einmal die Schachfigur nicht weggeräumt. Das könnte ich schwierig werden. Ich gewinne die Partie, damit er sich zum nächsten Stock geht. Okay, wir spielen jetzt gegen den Schachmeister oder was auch immer das ist. Wir spielen wieder mit dem Krieger diesmal. Obwohl ich eigentlich, glaube ich, mit dem Mage vielleicht etwas besser wäre. Aber da müsste ich das Brett nochmal umarbeiten und... Der weiße oh, doch nicht. Ich muss weiß gegen schwarz den spielen. Schwarzen König. Oh, was bekomme ich da für Karten, ist die Frage. Nicht vorbei. En garde. Ah, das ist ja cool gemacht. So, was habe ich hier? Fügt Feinden direkt gegenüber 2 Schaden zu. Der weiße Turm. Das ist gut. So, entschuldige mich ganz kurz hier. Ich werde dann nachher hier einen kleinen Schnitt machen, muss was lesen. So, was haben wir hier? Weißer
Fügt Feinden direkt gegenüber einen Schaden zu. Fügt Feinden direkt gegenüber 2 Schaden zu. Aha. Fügt Feinden direkt gegenüber 4 Schaden zu. Ich verstehe. Da haben wir die Dame. Also das war die Dame, ne? Die Dame ist ja das Stärkste im Spiel, glaube ich. Wenn ich es richtig interpretiere. Wenn so wie es bei Schach. Nur kurz eine SMS beantworten. Die greifen automatisch am Ende eures Zuges an. Okay. Also tun wir erstmal einen Bauer rausholen. Was kann das Pferd? Heldfähigkeit. Entdeckt deine Schachfigur. Ah, bekomme ich eine neue. Wenn sich eine Figur zwischen 2 Feinden befindet, schlägt sie beide. En passant! En passant. En passant. Ach so, das ist eine coole Runde, muss ich sagen. En passant. Hier ist ein Feldzug der Bauern. Ist er nicht der kleine Diener, der sich ganz links befindet? Aha, was an der eine böse Fähigkeit? Die richtige Stellung ist der Schlüssel zum Erfolg. Fügt Feinden direkt gegenüber 2 Schaden. Angriffe auszuführen. Wieso soll ich Doppelangriffe können? Entdeckt eine Schachfigur. Nein, achso, gut, dann werden wir dann in der Mitte. Das war's. Jetzt müsste ich bei. Ah, das war klug von mir. Jetzt greift er die 2 an. Ist so, ich verstehe schon. Ich muss schauen, dass ich möglichst doppelt angreife. Das heißt, ich nur 4 Karten habe hier. Nicht direkt gegenüber, sondern wenn es geht. Das Ding hat Ansturm. So, jetzt greife ich nochmal an. So gut. Stellt bei den benachbarten Diener 2 Leben wieder her. Fügt deinen Feinden direkt gegenüber einen Schaden zu. Ist aber nicht gut gemacht, finde ich. Obwohl jetzt die Ehe verletzt hat. Vier und eins, ich müsste beide anspielen. Hat Ansturm. Wenn ich jetzt 4 setze, den hier zerstöre, dann hat er nochmal 3. Dann kann ich ihm ziemlich viel Schaden machen. Stellt bei Benachbarn den 2 Leben wieder her. Der ist schwer zu töten, der Typ da. Und ich muss immer schauen, dass links ein Bauer ist, weil der zerstört den immer. Nee. Halte ich mir jetzt. Weil jetzt greife ich ihn ziemlich stark an. Jetzt hat er wieder ein Pferd. Die anderen Gäste warten schon draußen. Bisschen Gangtat, aber wir müssen uns beeilen. Aber wir müssen uns beeilen. So, ich habe jetzt nur Bauern. Oh, stellt bei benachbarten Dienern 2 Leben wieder her, fügt Feinden direkt gegenüber 2 Schaden zu. Ich will den hier haben. Wir setzen uns hier noch einen Bauer an. Und machen uns hier noch mehr Triumph der Diagonale. Das war's. Leben. Jetzt hat aber er ein ziemlich großes Brett, finde ich. Ach so, angreifen tue ich nur, wenn ich mehr habe als er, weil sonst greife ich seine Karten an. Fügt Feinden direkt gegenüber 4 Schaden zu. Jetzt ist die Frage, jetzt habe ich 7. Ich könnte einen einzigen den hier machen, dann habe ich fügt Feinden direkt gegenüber 4 Schaden zu. Ja, aber nur gegenüber. Das ist für mich etwas zu wenig eigentlich.
kann ich noch nicht ausspielen. Fügt Feind direkt gegenüber 2 Schaden zu. Ich brauche den hier jetzt. Jetzt muss ich wieder links den Bauer ausspielen, der mehr Schaden macht. Ich muss hier rechts beginnen abzuräumen. En passant. Triumph der Diagonal. Ah, jetzt bin ich eigentlich, das ist nicht gut. Jetzt bin ich genau gegenüber. Jetzt mache ich nur jeweils einen Schaden. Aber ich kann mich heilen. Das war nicht gut. Schachmatt. Das ist kein Schachmatt. Jetzt macht er mir immer doppelten Schaden. Naja, aber ich habe verloren. Verloren habe ich noch nicht. Also wenn ich jetzt eine Karte ausspiele, mache ich 4 Schaden. Ich sollte versuchen, eine Karte auszuspielen. Aber er wird mich vernichten, wenn ich die Karte hier hinstelle. Auf der anderen Seite will ich nicht. Wenn ich jetzt einen Bauer ausspiele... Wir könnten von rechts kommen. Wir machen das mal so. Schachmatt. So. Jetzt hau ich mächtig drauf, hoffentlich. Gut. Jetzt ist er so gut wie tot. Jetzt kann ich mit der Dame immer brav aufräumen. Von rechts. Das hat er gut gemacht. Noch was aus. Was brauchen wir? Der hat Ansturm. Warte ganz kurz. Dann kann ich seine... Ja, wir nehmen den hier. Und jetzt machen wir das so. Wir brauchen links den da. Rechts, weil der Heiler halt die Bauern in dem Fall, das ist hier gut. Dann brauchen wir das noch hier hin. Mit dem Pferd zerstöre ich die Königin. So. Er hat noch eine Königin. Das ist aber nicht wie ein Schach. Er hat auch meine Königin zerstört. Bitte noch ein Pferd. So, was kann ich jetzt machen? In den Turm zerstören, das werde ich auch machen. Dann werde ich ihm auch den hier wegnehmen. Den schwarzen Bauern. Dann rückt das hier zusammen. 3, dann haben wir 3 gegen 3. 3 gegen 5 haben wir dann. Sehr gut, ich komme jetzt auch langsam ins Spiel rein. Das wäre seltsam, wenn ich das beim ersten Mal nicht gewinne hier, oder? Jetzt ziehen wir schon wieder Karten. Die Wahrheit ist, ich kann jetzt mit... Wenn ich jetzt ein Pferd habe... Kann ich niemanden töten, lediglich die Königin verletzen mit einem zweiten Pferd. Ich habe schon ein Pferd. Das setzen wir hier hin. Und das darf dann einmal kurz die Königin angreifen. So, das ist gut. Style ich kräftig aus. Diagonale. Er heilt sich wieder. Ja, jetzt bin ich im Vorteil, finde ich. Jetzt habe ich noch eine Königin. Bekomme ich einen Heiler? Ja, ich will jetzt den Heiler da in die Mitte stellen. Der Diagonale.
Nein! Was war denn das? Ich hab nicht gut überlegt. Ich dachte, ich kann den Heiler und die Königin ausspielen. Ich hätte die Königin ausspielen sollen. Aber ich werde wenigstens geheilt. Aber er zerstört, ja. Das habe ich. Gut, aber jetzt habe ich eine Königin. Es ist die Frage, wenn ich jetzt meinen Turm dahin stelle, dann stirbt der. Dann lassen wir es halt. Schachmatt. Das war's. Auch das war nicht so brillant eigentlich. Nächste Runde wird wieder aufgeräumt. Ich finde das spannend, das haben die echt spannend gemacht. Diese zwei Heiler nebeneinander sind aber schon ein gefährliches Etwas hier. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch mehr Schaden eigentlich und der macht mir langsam die ganze Zeit Schaden hier drauf. Mit seinen komischen Leuten da. Wir nehmen den Turm, stellen ihn hier hin. Und lassen es so, weil es teilt viel mehr Schaden aus, was irgendwie. Das wäre gut. Was macht er jetzt? En passant. Ich glaube, ich habe jetzt noch die bessere Fähigkeit, weil ich viel mehr Schaden austeilen kann. Ja. Da komme ich im Turm vielleicht. Wir gehen jetzt nochmal auf Heilen aus. Triumph der Diagonale. Triumph der Diagonale. Was macht er jetzt, wenn ich zwei Heiler habe? Naja, vernichtet den dann links. Ja. Ist egal, nichts, sonst kann ich wieder einen ausspielen. Wenn ich mir die Königin aussuche, kann ich. Ja, das ist gut. Ich spiele einen da links aus, der stirbt dann. Und noch eine Königin rechts. Jetzt gibt's Haul von der Königin. So, jetzt habe ich ihm viel Schaden zugefügt. 4. Aber die zwei Heiler heilen sich super gegenseitig hier. Ich brauche immer nur schauen. Ich muss immer nur schauen, dass ich links was dazu stelle. Komm ich noch eine Königin vielleicht? Nein, nur ein Turm. Wir nehmen den Turm. Dann machen wir gleich Turm links und Turm rechts. Das war's. So, wir gewinnen noch dieses Spiel und zwar gleich beim ersten Mal. Der hat einfach zu wenig Karten. Das ist ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, unfair gemacht für uns, aber. Haben wir was Stärkeres? Eine Königin gleich. Stellen wir auch rechts dazu. Schachmatt. Das war's. Also, Abstand, Diener, Heiler, Abstand, das hält mich sehr, sehr lange am Leben. Und gewonnen. Wir haben gleich zwei Sachen gewonnen hier. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir es vielleicht doch noch rechtzeitig zur Turmspitze. So, und somit sind wir jetzt dann auch schon durch für den Teil, den wir quasi mit Gold erkauft haben. Ich glaube, da gibt es nicht viel mehr. Elfenbeinspringer. Entdeckt einen Zauber und heilt einen Helden um dessen Kosten. Okay. Kostet aber 6. Achso, hat aber auch was.
Mut halten, beschützt du den König, ruft für jeden feindlichen Diener einen Bauern mit in seinen Spott herbei. Naja. Wie ihr seht, drei haben wir jetzt schon. Ah, und es gibt eine Kiste. Was ist jetzt drin? Arkanenschmied. Ruf deinen Diener mit 05 mit Spott herbei und der selber bleibt auch noch drauf. Das ist gut. Vermummte Jägerin, eure Geheimnisse kosten 0. Wow. Das ist eine super Jägerkarte. Und ich habe Morose. Ruft am Ende eures Zuges einen Bediensteten herbei. Der bekommt jedes Mal einen Bediensteten. Gut, die werden auch schnell sterben, das Ding. Klassenherausforderungen freigeschaltet. Schamane-Priester. Die Klassenherausforderung im Salon ist jetzt verfügbar. Soll ich Schamane oder Priester spielen? Spielt Schamane-Priester war schlecht. Diese Treppe führt direkt zum Theater. Ich bin mir sicher, Barnes wird uns schnell durchlassen. Cool. Okay, das schauen wir jetzt nächstes Mal an. Mach das kurz aus. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben die ersten drei Dinger relativ einfach durchgespielt. Wir sind einfach durchgerusht, würde ich jetzt sagen. Mehr oder weniger. Auch das mit dem Schachspiel haben wir gleich beim ersten Mal geschafft. War nicht so schwer. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich werde dann nachher schauen, was sich noch spielen lässt. Das mache ich gleich im Anschluss. Und nachdem ich das hier alles gespielt habe, ja, schauen wir uns das dann an. Da schauen wir, wie viel Gold wir brauchen, um noch weiter zu spielen. Da müssen wir etwas Gold farmen. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, es war für euch auch genauso lustig wie für mich zum Zuschauen. Ich habe hier gern gespielt. Ich spiele das echt gern, das Spiel. Wenn ihr euch das gefällt, lasst ein Like da oder ein Abo. Das da unten gibt es da. Immer in den Videos ist das da unten. Ja, danke auf jeden Fall fürs Einschalten und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Wingman.